Den Sommerurlaub hat er sich redlich verdient. Stefan Kießling ist mit 25 Toren der treffsicherste Bundesligaspieler der Saison und dafür gibt's die Kicker-Torjägerkanone. Überreicht vom allerersten Bundesliga-Torschützenkönig Uwe Seeler. Der Gewinn der Kicker-Torjägerkanone kommt nicht von ungefähr. Der Leverkusener hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert, im Kombinations- und Stellungsspiel ebenso wie im Zweikampfverhalten. Und bei alledem ist er ein sympathischer, bodenständiger Profi geblieben. 25 Tore, 10 Vorlagen und mit insgesamt 35 Punkten auch an der Spitze der Scorerliste. Eine Berufung für die USA-Reise der Nationalmannschaft hat Kießling, der trotz seiner Leistung nicht die volle Wertschätzung von Bundestrainer Löw erhält, ausgeschlagen. Als Notnagel will und muss er nicht herhalten. Dann lieber Urlaub. Kießling mag nicht in die Spielidee von Joachim Löw passen, aber an seinen Torjägerqualitäten, da gibt es keine Zweifel. Wer in der Bundesliga 25 Mal trifft, der stellt internationale Klasse unter Beweis. Frag nach bei den Verteidigern. Stefan Kießling ist der zweite Leverkusener Spieler nach Ulf Kirsten, der die Kanone bekommt. Das Ding gehört nicht mir, sondern der ganzen Mannschaft, sagt er. Und einen Platz dafür hat er auch schon. Sie kommt ins Kinderzimmer.